Hallo, so heute sprechen wir auch nochmal über Potenzen und das Rechnen mit Hochzahlen und zwar mit negativen Hochzahlen und ich will dir zeigen, beziehungsweise ein bisschen einen besseren, tieferen Sinn geben für eines der Potenzgesetze, nämlich das Gesetz a hoch minus b ist gleich 1 durch a hoch b. Und in den vorherigen Videos haben wir jetzt die ganze Zeit immer noch mit Zahlen gerechnet. Das sind jetzt einfach nur Variablen dazu quasi. Ich hoffe, das verwirrt ihr nicht zu sehr, aber ich denke, das hilft, um das Potenzgesetz entsprechend zu erklären. Wir rechnen einfach mal, beziehungsweise ich fange einfach mal mit dem Beispiel an, a hoch 1. Und zusätzlichen Beispielen wie a hoch 2, a hoch 3, a hoch 4. Ja, und wir wissen ja schon, was das jeweils gibt. Also a hoch 1, beziehungsweise eine beliebige Zahl hoch 1 ist immer diese gleiche Zahl. Also das ist a. So, und a hoch 2, was haben wir denn gemacht? Von a hoch 1 auf dem Weg zur a hoch 2? Ja, wir haben einfach nur ein a mit einem a zusätzlich multipliziert. Also a mal a ist a hoch 2. Ja, also zweimal das a miteinander multipliziert. Und zum nächsten Schritt, zu a hoch 3 haben wir das gleiche nochmal gemacht. Auch nochmal mal a gerechnet. Jetzt haben wir a hoch 3, also a mal a mal a und das geht munter so weiter. Mal a gibt a hoch 4 und das könnte man jetzt beliebig so weiterführen, diese Reihe. So, was ist jetzt los, wenn wir quasi den Weg rückwärts gehen? Also von a hoch 4 zu a hoch 3. Was haben wir da gemacht? Also im Endeffekt haben wir da ja einfach durch a geteilt. Ja, und durch a ist nichts anderes wie 1 durch a oder mal 1 durch a. Vielleicht erinnerst du dich noch, das durch können wir umdrehen, indem wir den Kehrwert rechnen. Ja, das hatten wir auch in einem früheren Video schon mal. Also durch a ist das gleiche wie mal 1 durch a. Und ich würde jetzt auch mit mal 1 durch a weitermachen. Das hilft uns später für den tieferen Sinn hier zu verstehen. Also gehen wir weiter von a hoch 3 zu a hoch 2, müssten wir auch einfach durch a oder mal 1 durch a rechnen. Und das gleiche auch von a hoch 2 zu a hoch 1, auch mal 1 hoch a. So, und du ahnst es vielleicht jetzt schon, wenn wir jetzt a hoch 0 bestimmen wollen, dann können wir hier auch einfach weiterrechnen mit mal 1 hoch a rechnen. Also vielleicht ist nochmal ganz gut für den Hintergrund die Definition von a hoch 0, dass a hoch 0 gleich 1 ist, darauf hat man sich irgendwann mal geeinigt. Und auch auf diese Regel hat man sich irgendwann mal geeinigt. Aber man musste da erstmal hingelangen und jetzt dieses Rechenbeispiel hilft ein bisschen dafür, einen besseren, tiefgründigeren Sinn zu entwickeln. Aber diese Konvention oder diese Definition, die wurden einfach irgendwann mal definiert. Die hätten auch anders lauten können. Da hat man sich einfach mal drauf geeinigt. Und das ist ganz wichtig, wie ihr wisst, in der Mathe, dass man immer auch gleiche geltende Regeln hat, dass man eben egal, wo man auf der Welt ist, immer zu dem gleichen Ergebnis kommt. Okay, also um auf a hoch 0 zu kommen, musste ich auch wieder mal 1 durch a rechnen. Ja, und a hoch 0, ich habe es ja oben schon in der Regel verraten, ist eben 1. So, und jetzt gehen wir weiter rückwärts. Jetzt will ich noch wissen, was a hoch minus 1 ist und vielleicht auch noch, was a hoch minus 2 ist. Also gehen wir einfach weiter. Wenn wir schon so schön dabei sind, von a hoch 0 nach a hoch minus 1, müssen wir auch einfach mal 1 hoch a rechnen. Und wie du schon vielleicht errätst, ist das Ergebnis hier 1 durch a. Habe ich die richtige Farbe jetzt? Jawohl. Super. So, und von a hoch minus 1 auch 1 weiter nach links zu a hoch minus 2 habe ich auch. Ihr seht schon, das wiederholt sich hier alles. Es geht immer so weiter.
mal 1 hoch a gerechnet. Und das Ergebnis dazu ist 1 hoch a durch 2. Und es geht jetzt so weiter. A hoch minus 3 wäre das gleiche wie 1 durch a hoch 3 und so weiter. Und daraus kann man dann eben dieses Gesetz, dieses Potenzgesetz a hoch minus b ist gleich 1 durch a hoch b ableiten. So, ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen, da ein bisschen tieferen Sinn und ein besseres Gespür zu entwickeln. Ich finde es immer ganz gut, sich so Sachen auch mal ein bisschen zu veranschaulichen und vielleicht zu versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Es ist langfristig, finde ich, viel einfacher, wie einfach alles stur auswendig lernen. Ich hoffe, das hat dir deshalb Spaß gemacht und dich nicht zu sehr verwirrt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.